Dieser Film entstand aus einer langen Reihe von Erkundungen im Norden, die ich im Auftrag von Sir William Mackenzie von 1910 bis 1916 durchgeführt habe. Viele der Erkundungen wurden auf Reisen durchgeführt, die Monate dauerten, bei denen nur zwei oder drei Eskimos meine Begleiter waren. Diese Erfahrung gab mir Einblicke in ihr Leben und eine tiefe Wertschätzung für sie. 1913 zog ich mit einer großen Ausrüstung in den Norden. Wir überwinterten auf der Baffininsel und wenn ich nicht gerade mit der Erkundung beschäftigt war, wurde ein Film über einige Eskimos, die bei uns lebten, zusammengestellt. Ich hatte keine Erfahrung mit Filmen und natürlich waren die Ergebnisse mäßig. Aber als ich eine weitere Expedition unternahm, ich sicherte mehr Material Negatives, um diesen ersten Film aufzubauen. Wieder zwischen den Expeditionen arbeitete ich weiter an dem Bild. Nach vielen Strapazen, bei denen wir ein Boot verloren und unser Kreuzfahrtschiff zerstört wurde, gelang es uns, einen bemerkenswerten Film zu sichern. Endlich, nach einem Jahr Überwinterung auf den Belcherinseln, ist das Meer wieder normal. Karten, die Filme. Und? Ich hatte gerade die Bearbeitung des Films in Toronto abgeschlossen, als das Negativfeuer fing und ich plötzlich alles verlor. Der Schnittfilm wurde jedoch nicht verbrannt und mehrfach gezeigt, gerade lange genug, damit ich merkte, dass er nicht gut war. Aber ich sah, dass es sich lohnen würde, wenn ich einen einzigen Charakter nehmen und ihn so darstellen würde, wie ich die Eskimos so lange und gut gekannt habe, wären die Ergebnisse sehr lohnenswert. Ich ging wieder nach Norden, diesmal ausschließlich, um einen Film zu machen. Ich nahm nicht nur Kameras mit, aber Geräte, um meine Ergebnisse auszudrucken und zu projizieren, während sie gemacht wurden, damit mein Charakter und seine Familie verstehen und schätzen konnten, was ich tat. Sobald ich ihnen einige der ersten Ergebnisse zeigte, waren Nanook und seine Leute sofort überzeugt. Endlich, im Jahr 1920, dachte ich, ich hätte genug Szenen gedreht, um den Film zu machen und bereitete mich darauf vor, nach Hause zu gehen. Der arme alte Nanook hing vor meiner Hütte herum und sprach über Filme, die wir noch machen könnten, wenn ich nur noch ein Jahr bleiben würde. Er verstand nie, warum ich so einen großen Wirbel darum gemacht habe, ihn als Hauptfigur darzustellen. Weniger als zwei Jahre später erhielt ich Nachricht, dass Nanook ins Landesinnere gezogen war, in der Hoffnung auf Hirsche und verhungert war. Aber unsere Big Aggie, zur Nanook aus dem Norden geworden, hat die meisten der sonderbaren Ecken der Welt bereist. Und mehr Männer, als es Steine am Ufer von Nanooks Zuhause gibt, haben auf Nanook den freundlichen, mutigen, einfachen Eskimo geblickt. Nanook von dem Norden. Eine Geschichte über Leben und Liebe in der echten Arktis, produziert von Robert J. Flaherty. Geheimnisvolle Ödlande, trostlos, mit Felsen übersät, windgepeitscht, grenzenlose Weiten, die die Welt überragen. Die Sterilität des Bodens und die Härte des Klimas könnten keine anderen Völker überleben. Und doch leben hier, völlig abhängig vom tierischen Leben, das ihre einzige Nahrungsquelle ist, die fröhlichsten Menschen der Welt. Der furchtlose, liebenswerte, sorglose Eskimo. Dieser Film handelt vom Leben eines Nanook, des Bären, seiner Familie und einer kleinen Gruppe von Anhängern. Itiwimiuts von Hopewell Sound, Nortungava, durch deren Freundlichkeit, Treue und Geduld dieser Film entstanden ist. Das Jagdgebiet von Nanook und seinen Anhängern ist ein kleines Königreich in der Größe, fast so groß wie England, aber von weniger als 300 Seelen bewohnt. Der Häuptling der Itiwimiuts und als großer Jäger berühmt in ganz Ungava. Nanook, der Bär. Nyla, die Lächelnde. Nanook kommt, um sich auf die Sommerreise flussabwärts zum Handelsposten des Weißen Mannes und zu den Lachs- und Walrossfanggebieten auf See vorzubereiten. Nanooki.
Allee. Nyla. Kunai, you. Und Koma. Das Wüsteninnere, falls die Jagd auf Hirsche scheitert, ist ein Land des Todes, denn es gibt kein Essen. Selbst Moos, von dem die Hirsche abhängig sind und das die Eskimos als Brennstoff verwenden, wächst hier nur stellenweise. So benutzt Nanuk Moos als Brennstoff. Der fragile Rahmen des Kajaks muss vor Beginn der Reise mit Seehundfellen bespannt werden. Der lange Marsch zum Fluss. Das Omiak aus Treibholzrahmen, bedeckt mit den Häuten von Seehund und Walross. An Harpunenspitzen aus Seehund, die Flitze Sonne trocknet. Landung beim großen Iglu des Weißen Mannes, dem Handelsposten. Nanuks Jagd für das Jahr, abgesehen von Fuchs, Seehund und Walross, zählte 7 große Eisbären, die er im Nahkampf mit nichts außer seinem Harpunen erlegt hat. Mit Fellen vom Polarfuchs und Eisbären tauscht Nanuk Messer, Perlen und buntes Zuckerwerk aus dem kostbaren Vorrat des Händlers.
Nanok zeigt stolz seine jungen Huskies das beste Hundefleisch im ganzen Land. Nyla, nicht weniger beeindruckend, zeigt ebenfalls ihren jungen Husky, ein knapp 4 Monate alter Welpe. In Ehrfurcht vor Nanook, dem großen Jäger, unterhält der Verräter und versucht, das Prinzip des Grammophons zu erklären, wie der Weiße seine Stimme konserviert. Einige von Nanooks Kindern werden vom Verräter Sia Biscuit und Speck verwöhnt. Aber ein Legu, das im Übermaß genossen wurde. Also schickt der Händler nach Rizinus Öl. Ein wanderndes Eisfeld treibt vom Meer herein und blockiert 100 Meilen Küste. Obwohl Nanooks Bande, die schon am Rande des Verhungerns steht, sich nicht bewegen kann, Nanook, der großartige Jäger, der er ist, rettet den Tag. Sein Erfolg hängt von seinem Geschick ab, gefährliche Strömungen zu meistern. Auf der Suche nach guten Fischgründen.
kein Köder. Statt zwei Pi. Der Reiz von Elfenbein, das am Ende einer Robbenlederleine zappelt. Nanok, überglücklich beim Anblick von Nahrung, tötet die Großen mit seinen Zähnen. Sein Tagesfang. Nanook gibt einem befreundeten Fischer einen Lift an die Küste. Das Meer ist wieder eisfrei und der Lachs ist weg. Tagelang gibt es kein Essen. Dann kommt einer von Nanooks Spähern mit Neuigkeiten über Walrosse auf einer fernen Insel herein. Aufregung herrscht, denn Walrosse bedeuten für sie Reichtum.
Mit der Entdeckung einer Gruppe, die am Ufer schläft, beginnt die Spannung. Ein Wachposten ist immer auf der Hut, denn während Walrosse im Wasser wild sind, sind sie an Land hilflos. Mit einem Gewicht von bis zu 2 Tonnen und einer fast undurchdringlichen Haut gepanzert, das Walross, Tusk stürmt aufgeladen, ein Leuchten in den Augen und seinen Schlachtruf erhoben. Ok, ok, wird zu Recht der Tiger des Nordens genannt. Während die wütende Herde trotzig schnaubt, kommt der Partner des harponierten Walrosses zur Rettung, versucht, die Hörner zu verhaken und zieht den Gefangenen frei. Die tote Beute aus dem Sog rollen. Sie warten nicht, bis die Beute zurück ins Lager gebracht wird, weil sie den Hunger nicht zurückhalten können. Winter. Lange Nächte, das Heulen des Windes,
Kurze, bitterkalte Tage, schneeverwehte Felder, Meer und Ebbe. Die Messingkugel der Sonne, eine Verspottung am Himmel. Das Quecksilber nahe bei und Bacchus. Bleibt dort tagelang. Nanook, auf der Jagd nach Robben, gerät in die gewaltigen, rauen Eisfelder auf dem Meer. Wenn sie vom Zorn der Winterstürme angetrieben werden, kollidieren die wandernden Eisfelder auf dem Meer mit den festen Eisrändern der Küste. Die Masse gibt dem enormen Druck nach und riesige Blöcke werden hochgehoben. In diesen chaotischen Ödlanden sind 2 Meilen oder weniger oft ein ermüdender Tag auf dem Schlitten. Nanook, weißer Fuchs, einer seiner Fallen nähert und signalisiert der Familie, einen Umweg zu machen. Thank you.
Короткий день подходит к концу, и Нанук впереди ищет место для лагеря. Глубокий снег, утрамбованный ветром, идеален для строительства иглу, снежного жилища эскимосов. Чтобы легче было резать, Нанук облизывает свой нож из моржового бивня, который мгновенно покрывается льдом. Wildfather Works. Чтобы не пропускать пронизывающий холод, Найла и Кунаю заделывают снегом каждую щель и зазор в стенах иглу. К строительству иглу младенца как кабан. Закончить в течение часа.
Теперь нужно только одно. Отражать свет через окно. Изнутри Нила чистит свое новенькое ледовое окно. Этот маленький тюлень – вся еда, что у них есть, пока Нанук не сделает новый улов. Несколько накидок из медвежьей и оленьей шкуры, каменный горшок и каменные лампы составляют список их домашних принадлежностей. Время для работы и время для игры.
стать великим охотником, как его отец. Холодное развлечение для голых рук маленького мальчика. Натирая их об щеки, Нанук согревает их. Очаг эскимоса. Тюленьи и жир в качестве топлива, мох в качестве фитиля и каменный горшок для растапливания снега. Температура в иглу должна оставаться ниже нуля, чтобы купол и стены не растаяли. Доброе утро! Найла жует ботинки Нанука, чтобы размягчить их, ведь из-за тюленьей кожи они за ночь становятся жесткими и неудобными. Теряя носами, эскимосы целуются.
собирая лагерь, Нанук и его семья, всегда в поиске пищи, готовятся отправиться на тюленье место в море. Если бы Нанук не положил свои сани на иглу на ночь, собаки съели бы сургучные ремешки, которые связывают его части. Поскольку арктический снег сухой, как песок, полозья саней должны быть покрыты льдом, чтобы они легко скользили. Крошечный иглу, который Нанук сделал для щенков, согревал их всю ночь и защищал от голодных постей их старших братьев. Щенок катается в капюшоне кунаю днем. Королевство собаки хозяина Нанука оспаривается. На обширных ледяных полях замерзшего моря. Как Нанук охотится на агюка, большого тюленя. Будучи млекопитающим, тюлень должен часто дышать. С того момента, как лед впервые появляется в заливе, каждое животное держит хотя бы одну лунку, открытой на поверхности, чтобы подниматься за воздухом каждые 20 минут.
от запаха мяса и крови пробуждается жажда крови у волка, их предка. Самое желанное мясо – это мясо тюленя. Оно дает максимум тепла и питания. Миф, что эскимосы едят только жир. Жир, который они используют. Так же, как мы используем масло. С остатками от пира, плавником тюленя, Алагоо и его компаньон наслаждаются перетягиванием каната. Ики, Ики, очень холодно. Thank you.
Сейчас темнеет, и семья находится далеко от укрытия, но собаки вызывают опасную задержку. Когда команда уже собралась, с севера подъезжает угрожающий бродяга. Почти погибая от ледяного ветра и не успевая добраться до своего ледяного дома, маленькая семья вынуждена укрыться в заброшенном иглу.
Пронзительные звуки ветра, скрежет и шипение летящего снега, печальные волчьи вои пса-хозяина Нанука характеризуют меланхолический дух севера. АМ ОК. Конец.